Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem Let's Play von GTA San Andreas. Und zwar haben wir ja gerade in dem nicht vorhandenen Telefonat, was ich dann leider abgebrochen habe, gehört, dass wir jetzt ja einen neuen Auftraggeber haben, und zwar den Ken. Und ich würde sagen, dort fahren wir dann auch einfach mal hin und schauen, was der denn da jetzt so in seinem Hotel da. Wow. Jetzt will das aber wissen, was der denn da jetzt so uns mitteilen möchte. Fahren wir da mal hin. Ich glaube, wir müssen auch erstmal wieder nur hier hin. Oder hätten wir jetzt den Hintereingang nehmen müssen? Ah, wahrscheinlich schon, aber gehen wir erstmal da rein. Nehmen wir auch mal das Sturmgewehr weg und dann schauen wir mal, wie das so ist. In Caligulas Casino. Erstmal jetzt hier wieder durchspringen. Noch können wir sprinten. So, da ist der Eingang und dann schauen wir doch mal, wie die Mission Intensive Care aussieht. Oi Rosie, liven yourself up. Carl's here. Hello. What's happening? Hey, there's some top fanny down at that pool, Pabsy. Leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you gonna tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay, I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit, but so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again, and that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino, so I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit, let me think about this. You're gonna have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay, I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now the Ferrellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete. Okay, whatever. Okay, relax. I'ma shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing. Suche dir ein Gefährt und hol Johnny Sindaco ab. Ja, das machen wir doch mal. Da haben wir auch schon einen schicken Flitzer. Und dann, ja, mal gucken, was wir da jetzt in der Mission machen müssen. Wo müssen wir denn erstmal hin? Dahin. Interessant ist natürlich auch, dass man den Ken aus GTA Vice City dort vor sich hat. So fügt sich jetzt auch so langsam alles zusammen. Wo müssen wir denn hin? Fahren wir jetzt mal hier einmal rum und dann. Da ist so was. Wo laufen wir da jetzt hin? Hello, sir. Can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. Okay, die Mafia hat Johnny entführt und wir müssen ihn jetzt aus dem richtigen Krankenwagen raussuchen. Das war knapp. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal, wo wir denn wahrscheinlich. Na, doch nicht hier. Ich dachte, der fährt jetzt hier so ein bisschen. Warum habe ich denn jetzt einen Stern? Nur weil ich den einmal da ein bisschen überfahren habe. So, wahrscheinlich haben wir da jetzt. Johnny muss in einem anderen der Krankenwagen sein. Ja, ist ja irgendwie klar. Wahrscheinlich immer genau in dem, der am weitesten weg ist oder der, den man zuletzt rammt. Wo fahren wir denn dann jetzt mal hin? Fahren wir jetzt erstmal hier. Wahrscheinlich ist die Route, die ich gerade nehme, echt nicht die beste. Boah, wie weit müssen wir denn jetzt hier noch den Strip runterfahren?
So. Da vorne sieht man ihn auf jeden Fall schon mal in der Karte. Das scheint der Krankenwagen zu sein. Oh, perfekt. Dann machen wir den nochmal kaputt. Natürlich habe ich mich nicht darauf vorbereitet. Boah, wie viel Energie hat denn der? Ey. Der ist aber hartnäckig. Und jetzt ist da auch noch so ein Verrückter daneben, ey. Alter. Soll abhauen. Jetzt aber. Also so langsam habe ich keine Munition mehr, ne? Muss ich den kaputt rammen, oder? Ich habe nämlich nur noch 5 Schuss. Ja, super. Kann ich den jetzt mit diesem Wagen überhaupt richtig kaputt machen? Wahrscheinlich eher weniger, ne? Steig schnell in den Krankenwagen. So, und jetzt soll ich hier noch mit dem Wagen wegfahren. Ja, super. Ja, steig auch ein. Los, los. Fahre zur Fleischfabrik. Ja, super. Wo müssen wir denn hin? Okay. Aber warum müssen wir zur Fleischfabrik fahren? Das klingt ein bisschen ekelhaft. Machen wir die Sirene erstmal aus. Man muss ja nicht hier unnötig Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber ich denke mal, die Mafia, die ist da schon dran, dass man jetzt hier den Krankenwagen entführt hat. Dann muss man nicht noch jetzt hier, weiß ich nicht, irgendwie Polizei auf sich ziehen oder sonst irgendwas. Einfach nur, um sicher zu gehen. So. Natürlich müssen wir auf die andere Seite der Stadt, war ja irgendwie klar. Ja, ich glaube, das ist die Mafia. Okay, doch nicht. So bescheuert fährt die dann doch nicht Auto. Und wir müssen jetzt einfach nur dahin und dann war's das. Aber hier waren wir doch letztens auch schon im letzten Part. Genau gegenüber war dann die komische Chipfabrik. So, mal gucken, wer da jetzt aussteigt. Hey Johnny, how you feeling? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. Ja, das ging ja auf jeden Fall recht fix. Und ich sehe da jetzt auch schon auf der Karte ein Icon der Crash Cops. Allerdings würde ich mal sagen, die ignorieren wir jetzt erstmal gekonnt und fahren nochmal zu dem Ken hin. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Und dann starten wir direkt die nächste Mission. Mal schauen, ob was das jetzt so mit sich bringt. Nehmen wir natürlich auch wieder hier den schnellsten Weg. Oder auch nicht den schnellsten Weg. Ah, okay, war kein Polizist. Ich dachte gerade, das war einer, weil der so offiziell aussah. Aber war nur ein Pilot. In Anführungszeichen nur. Ja, perfekt. Die sollen einfach nur aus dem Weg. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Hupen hier bei GTA überhaupt nichts bringt. Man kann hupen, aber interessiert die halt nicht so sehr. So. Bisschen Kollateralschaden. Okay. Da müsste dann auch schon wieder das Casino sein, wo der Ken sein hübsches Zimmerchen hat. Mit seinem noch komischeren Kollegen, der im Hintergrund immer sehr seltsame Sachen macht. Aber das soll uns ja egal sein. Wir wollen ihn ja nur als Auftraggeber. Und genau deswegen würde ich sagen, starten wir die Mission. Und schauen, was wir in der Mission The Meat Business machen müssen. Oh, Baby, I'm back! I am back! Let's get
this show on the road. The good doctor has revived the patient. Thank you. Sweet thank as you, my son. Thank sweet. You. So everything straight now? No, absolutely not. I'm still screwed. Absolutely screwed. But at least now I'm in the right frame of mind. What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes, grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this town up. That's what I'm saying. So where we going? Details! Details! Let's just get there! Rack 'em up, Macca. What's the matter with you? Okay, wir sollen den jetzt zum Schlachthof fahren. Vielleicht nicht mit diesem Auto. Haben wir denn noch irgendwas Vernünftiges hier? Okay, der kommt immerhin hinterher. See how Johnny is. Win him over with some kind words during his convalescence. Well, yeah, sure. I can take you by there. Okay, great. We need a car. Hat er noch so sein Näschen ein bisschen gepudert da oder warum schnieft er die ganze Zeit rum? Okay. Oh mein Gott, ja, der ist ein bisschen stressig gerade. Ja, der ist gerade ein wenig auf seinem Trip, aber soll uns erstmal egal sein. Wir fahren ihm einfach zu seiner Fleischstation da, wo der ja, den Johnny treffen kann und gut ist. Der Rest ist uns dann relativ egal. Fahren wir mal hier lang. Haben uns natürlich schon direkt wieder verfahren. Auch nicht schlecht. So, hier. Hier kann man jetzt ein bisschen abkürzen. Oder zumindest geschickter fahren. Ja, gut. Und dann schauen wir mal, was wir dort jetzt so machen müssen. Okay, let's get this over with. I'm the boss. I am the boss. I'm the boss. I am the boss. Yeah. Ja, ja, komm. Jetzt steig einfach aus und wir gehen da jetzt rein. Dann schauen wir mal. What's going on? Did you forget something? No, look. You go on in. I'm away. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please. Please, please. Okay, okay, chill. Shit, this can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. I am the boss. Hey, boys. Tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. So, how's Johnny? He's doing much better. Huh. Yeah. He ate something this morning. Oh. Hey, Ken. Oh, my Christ, this fucking thing. Ken, como esta? How you doing? Pretty good. And you? Still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. And yeah. Who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh, my head. Oh, God. It's him. Oh, my heart. My heart. Damn, that nigga fucked up. Ah, okay.
Jetzt rasten die aber da alle ein bisschen sehr aus. Dann ist ja mal gut, dass ich überhaupt nicht hier auf irgendwas vorbereitet bin. Ah, Gottchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, hocken wir uns mal hin. Den da noch. Irgendwie traue ich dem Ken da nicht so ganz, so wie der da jetzt. Ja, super. Natürlich sprüht er mich ein. Ah, Mann. Was, aber, ja, genau. Versteck du dich mal wirklich besser irgendwo. Und ich habe keine Munition mehr. Na super. Aber solange die da nur mit kleinkalibrigen Waffen auf mich schießen, ist mir das relativ egal. So. Und dann den noch und... Hat der mich gerade Tommy genannt? Das ist nämlich der Charakter aus GTA Vice City. Ah, den da hinten, den treffe ich doch mit der Waffe nie. Hm. Ging besser als ich dachte. Und ich sollte wirklich zurückgehen. Mein Gott. Und jetzt den da irgendwie. Uiuiui. Wo haben wir denn hier mal eine vernünftige Waffe? Autsch. Na komm, dann schieß auch. Hm. Komm, so. Da ist nix, da ist nix. Wow. Das war fies. Dann laufen wir mal weiter hier so schräg durch die Gegend. Na komm, so, so. Alle Zeugen sind tot. Jetzt können wir durch den Ausgang zurück. Na immerhin. Wehe, das stimmt nicht. Wehe, hier lebt jetzt doch noch einer. Uiuiui. Ja, wir fahren dann mal ganz freundlich zurück zum Casino. Wahrscheinlich kommen jetzt aber wirklich Mafiosis hinter uns her. Weil schließlich haben wir ja gerade mal so die komplette Fleischerei da hochgenommen und ein bisschen die Mitarbeiteranzahl dezimiert. Vielleicht nicht ganz so geschickt, so dass sie uns jetzt nicht wirklich mögen. Aber okay, wahrscheinlich haben wir jetzt ein bisschen Respekt bei der Sindaco-Family da hinterlassen. Und der ist halt gerade immer noch auf seinem Trip, auch wenn der gerade gar nichts gemacht hat. Ja. So, und jetzt fahren wir doch nicht, wie er wollte, zu seinem Flughafen oder zum Flugplatz, sondern einfach nur zum Casino zurück und dann würde ich sagen, speichern wir auch mal. So, jetzt erstmal hier wieder zur Seite fahren. Die stehen aber auch immer nur im Weg. Okay. Ja, danke, dass ihr meinen Wagen geklaut habt, aber man weiß jetzt immerhin, was Sache ist. Da haben wir einmal Elvis lebt gesehen. Gut, wir speichern das Spiel jetzt und ich würde sagen, dann haben wir auch schon wieder genug für diesen Part geschafft. Und sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder. Jetzt haben wir auch wieder ein paar Auftraggeber mehr, wie ich sehe. Wir haben jetzt da DSD und dann noch die Crash Cops. Und hier Mafiosi von den Triaden haben wir auch noch was. Also da kann man einiges machen. Von den Missionen her. Gut.
Wir speichern das Spiel jetzt erstmal und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Von daher, bis später, der Pump. Nein.